Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Die große Vereinigung hier der beiden Onopia-Gebiete ist das letzte Mal erreicht. Wir haben die Inaris entscheidend geschlagen und sie werden auch nicht wieder zurückkommen, würde ich mal sagen. Ich sehe gerade hier, das habe ich vorher gar nicht erkannt, sie haben hier eine Megastruktur, eine Ringweltbaustätte. Haben sie begonnen? Oha, alles klar. Interessant, vielleicht fällt das ja auch nochmal irgendwann in unsere Hände. Gut, was ich hier gerade markiert habe, ist... sind Forschungsaufträge, die wir hier, also Schlachtforschung, Schrottforschung, wie man das auch mal nennen mag. Da werde ich jetzt mal unsere beiden Forschungsschiffe hinschicken. Das sind die, die am dringendsten sind. Die habe ich speziell markiert. Da sollten wir noch rechtzeitig ankommen. Die Konstruktionsschiffe, ja, ist hier eins in der Nähe. Ich meinte, die Sektoren werden ja jetzt auch was tun. Insofern müssen wir denen das da gar nicht abnehmen, aber Gott. Unsere Leute langweilen sich auch so ein bisschen. Die müssen auch was zu tun kriegen. Da oben, da bist du ganz schön weit weg. Da eigentlich auch. Ich schaue mal. Wie weit sind wir denn hier? Haben wir den da gerade hingeschickt? Nee, da unten hin. So. Dann erstmal die Forschungsstation und die Bergbaustation hinterher. Gut, dann haben wir das gemacht. So, dann sollten wir eigentlich unsere Flotten mal allesamt wieder irgendwie zusammenziehen. Am besten in gewohnter Manier im Sonnensystem erstmal vereinigen. Gut, das sind die Militärflotten. Dann haben wir natürlich unsere Armeen noch, die hier auch noch irgendwo rumhängen. Die müssen wir erstmal alle entsenden. Hier auch. Und hier auch. Okay, die lassen wir da erstmal ankommen. Ach, die sind gar nicht zusammen. Das ist natürlich doof. Dann springen wir da mal schnell hin. Oder dauert das eine Zeit? Verstehe ich gerade nicht. Warum sind die überall woanders? Ach, weil wir die vergessen haben. Ah, okay. Ich ahne, was passiert ist. Die haben wir vergessen, hier zusammenzuziehen, wie wir das immer gemacht haben. Oh, das ist doof. Das ist doof. Das heißt, die müssen sich jetzt erstmal irgendwie vereinigen. Das können wir aber organisieren. Und die sind schon zusammen. Und die schicken wir dann erstmal auch ins Sonnensystem. Gut, damit haben wir die Armeen zumindest vorerst organisiert. Jetzt gucken wir uns nochmal die Oberflächen der Planeten an, die uns hier betreffen. Ob wir hier noch was machen können. Ja, hier können wir was tun. Hier könnten wir noch Nahrung ausbauen, aber ich weiß gar nicht. Wir haben so viel Nahrung. Wo sind wir hier? Kirill, Schildgenerator lohnt sich da auch nicht. Das lohnt sich eigentlich alles hier nicht. Hat der irgendwie eine Spezialität? Nee. Dann würde ich sagen, setzen wir mal weiter auf Forschung. Ignorieren wir die Nahrung. Was ist hier in der Ozeanwelt los? Da können wir noch upgraden. Hier auch, hier auch, hier auch. So, aber dann ist auch hier alles ausgebaut. In Sakrat ist noch ein bisschen mehr los. Das ist erfreulich. Geben wir mal die ganzen Mineralien jetzt hier aus. Gut. Und in Coltrin. Ja, da können wir erstmal upgraden. Wir können aber auch hier neu bauen. Jetzt können wir hier ein bisschen mehr machen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Tempel. Den bauen wir mal hier hin. Obwohl den... Wartet mal. Machen wir das so. Energiehub ist auf jeden Fall sinnvoll. Können wir da hinbauen. So, was haben wir hier? Bergbau-Netzwerk, denke ich. Können wir auch machen, oder? Achso, das ist ja eine reine Mine. Das meinte ich gar nicht. Nee. Dann machen wir hier das normale Netzwerk. Okay, und der Rest sind Upgrades vorerst. Gut, dann ist hier erstmal auf lange Sicht kaum was zu tun. Ja, sehr schön. Dann haben wir das erledigt. 5000 Mineralien haben wir noch.
Damit können wir eigentlich weiter mit dem Flottenausbau machen. Dann machen wir das auch. Wir können auch von den Sektoren uns mal was gönnen. Da wir jetzt nichts mehr haben. Oh, was ist hier? Die synthetische Konföderation hat von der Heiligen Liga ein Angebot bekommen. Interessant. Theokratische Republik. Sind spiritualistisch, xenophil und egalitär. Das sind ja interessante Roboter. Auf Avalon. Avalon hatten wir doch gerade besetzt, ne? Haben die sich jetzt hier in dem Zuge selbstständig gemacht? Das ist ja erstaunlich. Okay, die gehören also mit zur Heiligen Liga. Die Heilige Liga, ja, die Frage ist, wie lange wird sie noch eine Heilige Liga sein, ne? So, nicht Angriffsversprechen, okay. Das sind auf jeden Fall, in gewisser Weise sind wir ja mit denen, die sind ja absolut auf unserer Linie, diese Roboter. Allerdings haben wir natürlich eine gewisse Abscheu, weil schon einiges Schlimmes hier in der Galaxis durch Roboter geschehen ist. Ich weiß nicht. So, wir holen uns hier mal diesen Sektorvorrat. Da kommen wir erstmal ganz schön weit. Und was ich. Oh, verdammt! Wir waren beim Maximum. Aber, das ist ärgerlich. Da haben wir jetzt verschwendet. Zumal ich sogar was vorhabe mit der Energie. Da habe ich echt verpeilt, das Ganze. Wir können hier nämlich diesen großen, schönen Planeten terraformen. Machen wir ihn natürlich auf kontinentale Welt. Und da haben wir schön Energie ausgegeben. Ach ja. Naja, so ist das eben. Gut. Die Forschungsschiffe arbeiten hoffentlich gleich. Wir gucken mal weiter hier bei den Raumhäfen. Ne, was mache ich schon wieder? Schlachtschiff. Machen wir gleich zwei hier. Hier ebenfalls zwei. Und hier nehmen wir ein paar Kreuzer und ein paar Zerstörer noch hinterher. So, jetzt sollte erstmal ordentlich genug zu tun sein. Wenn dann die, ich glaube, 5, 6 Raumhäfen gebaut sind, müssen wir die natürlich ausbauen. Da brauchen wir auch viel Mineralien. Aber da werde ich mir, glaube ich, noch einen Sektor schnappen. Und? Ach nee, Produktionsziele, das ist in Kratz dann erst wieder ein Thema. 2419. Allerdings können wir durch mal aus mal unsere Planeten uns angucken. Wo kriegen wir denn die meisten Mineralien? Aus Kratz. Da bin ich mir sicher. Sakrat 42, Kratz 131. Mit Produktionszielen. Dann ist Darakun noch ziemlich gut. Da können wir vielleicht auch mal die Produktionsziele raushauen. Im Moment sind wir gut dabei mit Einfluss. Und wo war das noch? Bradam. Das ist doch in Ordnung. So. Hier wurde schon zu Ende gebaut. Ach, die ganzen Korvetten. Incoming Transmission. Was haben wir denn hier für ein Angebot? Die wollen ein Forschungsabkommen. Und wir sollen Mineralien geben. Haben die so viel? 5, 15, 11. Das ist ja enorm. Wieso haben die so krasse Construction Forschung? complete. Machen wir aber. Kein Problem. Okay, die ersten Trümmer sind analysiert, gibt aber nur Punkte. Keine Technologie mehr, leider. So, ich hoffe, ihr habt noch mehr zu tun. Habt ihr aber, glaube ich. Das ist in Ordnung. So, 1387. Aber die Kapazität müsste noch steigen. Debris analyzed. Gut, ihr seht, was hier alles terraformt wird. Auf den Mars freue ich mich am meisten. 3900 Tage dauert das aber noch über 10 Jahre. So, hier haben wir tatsächlich Quantendestabilisator, haben wir noch was bekommen. Bergbaustation kann nicht mehr gebaut werden, vermutlich weil der Sektor uns dort zuvor gekommen ist. Ja, dann ist das eben so. Die wissen auch nicht, wohin mit ihren Mineralien und ihrer Energie. So, bleiben wir mal hier kurz bei den Helvan. Gucken, wie Construction sich das jetzt complete. entwickelt hat. Vorhin war es 33, jetzt sind Construction es complete. 48. Ja, ich bin gespannt, ob sie in der Lage sind, die gesamte Liga gleich unter ihre Fittiche zu nehmen oder nur Teile der Liga. Mal sehen.
Kratz hat schon wieder fertig gebaut. Nee, stimmt gar nicht. Ach nee, das ist gar nicht. Das ist Kratz. Oh ja, hier ist einiges arbeitslos. Das darf nicht sein. Gleich mal ein paar Zerstörer wieder in Auftrag gegeben. Und ein paar Kreuzer hinterher. So, die nächste Forschung. Ebenfalls Quantendestabilisator. Okay. Habt ihr damit alles? Gut, das heißt, wir können eigentlich die nächsten zeitkritischen markieren. Oh ja, das ist wirklich zeitkritisch, sehe ich gerade. Machen wir die erstmal. So, gibt es jetzt hier Forschungsschiff? Das ist... Wo bist du? Da oben. Dann würde ich sagen, flieg erstmal dahin, Spezialprojekte und dann hierhin. Mal gucken, was du da noch mitnehmen kannst. Gut, was macht unsere Flotte? Die könnten wir auch mal wieder vereinigen hier. Ja, eigentlich müssen wir jetzt hier alles vereinigen, was hier rumkreucht und fleucht. Klare Strukturen schaffen. Ich bin gespannt, auf was wir jetzt kommen. Aber wir haben, glaube ich, den Vorkriegsstand jetzt wieder erreicht. Na, mal sehen. Das dauert ja ewig, ehe die da zusammengeflogen sind. Die stehen alle in den Außenbereichen. Achso, die haben sich jetzt mal untereinander vereint und dann jetzt mit der großen Hauptflotte. Debris analyzed. Okay. Gut, dann bringen wir sie mal wieder in Umlaufbahn. Das spart natürlich wieder gehörig Energie. Ja, ich glaube, vor dem Krieg hatten wir ein bisschen über 200. Aber es ist jetzt auch viel unterwegs, ne? Gut. So. Ihr könnt hier nicht mehr... Doch, hier gibt es noch Upgrades. Wir müssen uns bloß entscheiden. 785. Physikforschung hinkt so ein bisschen hinterher. So, der Rest ist komplett ausgebaut. Hier fast. Okay. Und Kratz, Produktionsziele laufen noch. Wie lange noch? Bis zum 19.06. Das ist nur noch ein Monat. Da können wir dann drauf achten. Gut. Construction complete. So, Leute. Und der Krieg hier mit den Helvanen? Sie kommen langsam voran, aber sie kommt voran. Debris analyzed. So, was machen die Forschungsschiffe? Das eine hat nichts zu tun. Dann hierhin. Construction complete. Okay. 4792. Ich würde fast mal sagen, dass wir nochmal in die Sektoren gehen. Wo haben wir jetzt die Arbeitslosigkeit? Oh, hier ist ordentlich was angekommen. Jetzt müssen wir ein bisschen was nachbauen. Also, hier machen wir mit dem Kraftwerk weiter. Hier mit dem Forschungsding. Ja, Nahrung brauchen wir eigentlich alles nicht. Können wir hier noch irgendwas Schmuckes bauen? Ein Mineralsilo. Angrenzungseffekt bringt dort eher wenig. Aber bringt ja auch mehr Speicher.
Machen wir das mal. Bergbaunetzwerk hier. Da hinten gibt es noch irgendwas Sinnvolles. Nee. Nehmen wir hier das Forschungslabor. Und die Nahrung, überbauen wir die? Nö. Bleiben wir mal feldtreu. Und auf den Dingern bauen wir jetzt auch Forschungslabore. Und dann kommen die ganzen Upgrades noch hinterher. So, damit haben wir den Planeten erstmal auf absehbare Zeit beschäftigt. Incoming Transmission. So. Sie wollen Garantium-Erz und geben uns Mineralien. Können Sie gerne haben. Absolut einverstanden damit. Und der Ressourcenspeicher für Energie ist voll. Ja, ich würde mal sagen, dann werden wir mal Energie gegen Mineralien tauschen. Das wäre dann jetzt der nächste Schritt. Dann lasst uns mal hier zu irgendwelchen Händlern gehen. Und zwar, wir möchten Mineralien kaufen, genau. So, 1000 für 2000 und da können wir ein bisschen mehr raushauen. Also auf 10.000 gehen wir runter, dann haben wir 16.000 Mineralien. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Dann wird jetzt wild weitergebaut an der Flotte. 1500 können wir schon. Construction complete. Construction complete. Debris analyzed. Okay. Nein, hier kein Schlachtschiff, das war ein Irrtum. So, alles wieder ausgegeben. Und die Flotte wird hoffentlich dadurch weiter gestärkt. Forschungsschiffe haben was zu tun. Neue Trümmer analysiert, aber nur Punkte. Gut. Mit den Rajub ist ein Forschungsabkommen abgelaufen. Das würde ich schon noch gerne wieder aufnehmen. Ich gucke mal, ob es jetzt klappt. Aber denen klappt es scheinbar. Aber was haben die für ein Problem? Handelt nicht wegen neutraler Einstellung. Das ist ja eine merkwürdige Einstellung der Rajub. Hm. Na gut. Die sind wahrscheinlich konsterniert, dass wir so friedlich mit den Helvaren zusammenleben. Wo die jetzt doch ihnen gegenüber als Aggressor auftreten. Das können sie vermutlich nicht verstehen. Hat sich hier was verändert? 54. Oh Mann, das dauert auch immer bei den Helvaren. Wie die da zu Potte kommen. So, gebaut wird fleißig. Wir wollten noch hier die Transportflotte. Will ich auch noch irgendwo anders hinbringen. Vielleicht hier mal hin. Nein, das war die falsche. Die soll ja hier bleiben. Die andere meinte ich, die hier. So, die nächsten Trümmer. Handelsabkommen. Das waren diese gesandten Geschenkabkommen. Das werden wir jetzt erstmal nicht erneuern. Gut. Okay. Ja, Leute, die Zeit läuft, die Zeit vergeht. Aber die Galaxis ist absolut friedlich, wenn man mal von diesem Konflikt der Helvan mit der Heiligen Liga absieht. Schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Hm. Ich hatte ja gesagt, am Ende der Staffel werden wir hier Bilanz ziehen. Hat sich irgendwas Substanzielles verändert? Oder sagen wir, die Archivisten sind eben die Gesandten Nopias. Erkennen wir sie an als die Friedensbringer hier in der Galaxis? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Natürlich könnten wir uns jetzt mit unseren Möglichkeiten richtig, richtig stark machen und die Flotte deutlich vergrößern. Wir könnten natürlich auch noch die Inaris nochmal angreifen und schlucken. Naja, ich weiß nicht genau. Hm.
Gut, wir haben hier nochmal eine neue Forschung. Trefferpunkte Hülle, sehr gut. Das machen wir nicht. Panzerung vielleicht. Das ist die alte Technologie. Lass uns das mal zu Ende forschen, die Quantenraketen, einfach so. Okay, die nächsten Trümmer sind analysiert. Gut, das erste Forschungsschiff hat erstmal wieder nichts zu tun. Ja, liebe Leute, ich würde trotzdem mal sagen, wir machen an dieser Stelle eine Pause, gehen dann nochmal in die letzte Folge der Staffel. Und an dessen Ende werden wir dann irgendwie eine Entscheidung fällen müssen, was wir hier weitermachen mit Unopia. Meines Erachtens gibt es nur zwei Möglichkeiten, falls nicht noch irgendwas Überraschendes passiert. 2420 ist es. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinball.